Willkommen bei Finanztalk TV. In diesem Video zeigt dir Ernst Wolf, wie die kommerzielle Digitalisierung Unternehmer arm und uns alle zu digitalen Sklaven macht. Wenn dich dieses Thema interessiert, bleib unbedingt bis zum Ende dabei und abonniere meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ja, ich denke, der Prozess ist leider schon sehr weit vorangeschritten und es wird immer schwieriger, sich diesem ganzen Treiben da zu entziehen. Also die Digitalisierung, die läuft ja jetzt inzwischen seit etwa 30 Jahren, hat immer weiter zugenommen und hat auch inzwischen Bereiche ergriffen, von denen wir es früher nicht gedacht hatten. Also bis vor 10 Jahren hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass es vielleicht auch einmal digitales Geld geben würde, was von den Zentralbanken ausgegeben wird. Also das sind alles Sachen, die sind in den letzten Jahren jetzt einfach so dazugekommen. Ja. Aber wenn man so sieht, wie sich die ganze Sache entwickelt hat, dann sind schon sehr viele Leute wirklich zu digitalen Sklaven geworden. Man kann sich da einfach nur kleine Bereiche zum Beispiel aus der Wirtschaft mal herausnehmen. Man muss sich zum Beispiel die ganzen kleinen Busunternehmen mal angucken, die es in Deutschland und in Europa bis vor einigen Jahren gegeben haben. Das waren fast alles Familienunternehmen. So lange, bis eines Tages Flixbus aufgetreten ist. Dann ist Flixbus, also eine digitale Plattform, aufgekommen und hat sich diese ganzen Unternehmen unterworfen mit einer ganz raffinierten und im Grunde sehr einfachen Strategie. Und das sehen wir also nicht nur im Busgewerbe, das sehen wir in vielen anderen Bereichen auch. Das sehen wir im Bereich der Hotellerie, da sind es Booking.com mit ihren Unterfirmen Trivago und Expedia. Das sehen wir aber auch im Bereich der Handwerker, da ist es MyHammer. Das sehen wir im Bereich der Haushaltshilfe, da ist es Helpling. Also es gibt immer mehr digitale Plattformen, denen sich der Einzelne kaum entziehen kann, ohne dass er irgendwie vom Markt gedrängt wird. Und auf diese Art und Weise hat die Digitalisierung natürlich schon sehr viele von uns ergriffen. Also ich denke, Verbote werden ja sowieso nie funktionieren, weil irgendwann wird sich diese Marktmacht dann durchsetzen. Wir haben es ja gesehen, Uber ist zwar verboten worden, hat aber trotzdem weiter existiert. Dafür ist das Taxigewerbe heute in die Knie gezwungen worden. Und das, was Sie jetzt sehen durch den Lockdown, da werden die letzten Taxiunternehmen auch noch in die Knie gezwungen werden. Und das heißt, dass deren Fahrer dann irgendwann auch für Uber fahren werden. Ich denke, das große Problem ist, dass diese ganzen Plattformen ja eben kommerzielle Plattformen sind. Und da müsste man vielleicht mal ansetzen, dass man sagt, dass man das Internet da zumindest zu einem Teil entkommerzialisiert, dass man Plattformen schafft, wo die ganzen mittelständischen Unternehmen sich selbst bewerben oder sich selbst anbieten können, ohne dass jemand in Cupertino immer 25% von dem, was sie verdienen, abgreift. Also das wäre für mich die einzige realistische Möglichkeit, mit dieser Digitalisierung, die wir unvermeidlich sehen werden in Zukunft, mit dieser Digitalisierung zu leben, ohne uns gleichzeitig selbst zu versklaven. Weil man muss ja mal zurückdenken, das Internet war ja nicht immer kommerziell. Das Internet ist ja, einmal ist es ja aus dem Militär heraus entstanden, aber in seiner Anfangszeit hat es gedient als Plattform für die Universitäten. Und da hat es also am Anfang keine kommerziellen Interessen gegeben. Das ist dann übernommen worden. Und diese kommerziellen Interessen haben sich dann so geäußert, dass heute wirklich Leute in den entlegensten Winkeln der Welt einen Teil ihres Einkommens abgeben müssen an ultrareiche Menschen, die irgendwo im Silicon Valley leben. Und ich denke, diese Kette müsste irgendwann mal durchschnitten werden. Im Grunde sind die Staaten heute ja mehr oder weniger selbst den Großunternehmen unterworfen. Also man muss sehen, ein Staat hat ja nur immer die Möglichkeit, Regulierungen für sein eigenes Staatsgebiet zu schaffen. Während die ganz großen Internetkonzerne, also Apple, Google und Microsoft, eigentlich die ganze Welt inzwischen sich unterworfen haben. Also die sind überall aktiv. Wenn jetzt ein einzelner Staat sich denen widersetzt, dann werden die denen auch ganz schnell in die Knie zwingen. Dann werden die dem einfach den Hahn abdrehen. Deswegen ist das alles eine ganz komplizierte Sache. Was wichtig ist, ist eben die Aufklärung dabei. Man muss die Menschen über diese ganzen Zusammenhänge aufklären, damit Menschen in aller Welt dagegen sich wehren. Es nützt nichts, wenn irgendein einzelnes Land versucht, sich dagegen zu wehren und alle anderen nicht mitziehen. Es würde aber etwas nützen, wenn mehrere Länder sich zusammentun und sagen, pass mal auf, das machen wir nicht mehr mit. Das wiederum setzt aber voraus, dass die Bürger dieses Landes dieses ganze Spiel durchschauen. Und das sehe ich im Moment leider noch nicht, aber da arbeiten wir ja alle dran. Diese Konzerne sind natürlich daran interessiert, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Und heute gibt es zwei Formen von Gold auf dem Markt. Das eine ist das klassische Gold, was wir kennen. Und das neue Gold, das sind eben die Daten. Und diese Daten sind genauso wertvoll wie Geld heutzutage. Und da kann man den Konzernen, die natürlich versuchen, Profite zu erwirtschaften, kaum zumuten, dass sie selbst sich da ihre Möglichkeiten des Geldverdienens beschneiden. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Politik. Aber das Problem ist ja, dass die Politik sich heute diesen großen Konzernen und den großen Vermögensverwaltungen einfach unterordnet, weil die inzwischen so ungeheuer mächtig sind.
Und deren Macht stützt sich eben darauf, dass sie international funktionieren, während Staaten ja immer nur kleine Bereiche der Welt umfassen. Aber ich denke, auch da ist eben, wie gesagt, die Aufklärung das Wichtigste. Denn wenn die Menschen in den einzelnen Staaten aufstehen und sagen, wir wollen das aber nicht, wir nehmen das einfach nicht mehr so hin, dann wird die Politik umsteuern müssen. Dann haben wir eine Chance, diesem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, die sich da im Moment vollzieht. Wir sehen im Moment etwas, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen, das ist diese Entwicklung des digitalen Zentralbankgeldes. Und dieses digitale Zentralbankgeld soll, wie man hört, gekoppelt werden an ein Tattoo oder an irgendwelche Nanopartikel, die im Körper des einzelnen Menschen drin sind. Und dieses digitale Zentralbankgeld, das soll ja über die Wallet in einem Handy den Leuten bereitgestellt werden. Und es gibt ja sehr viele Menschen auf der Welt. Wir müssen jetzt nicht von uns sprechen, nicht von Westeuropa und auch nicht von den USA, sondern von den ganzen Ländern in Afrika, in Asien und in Südamerika, wo es unendlich viele Leute gibt, die kein Bankkonto besitzen, die aber ein Handy besitzen. Die brauchen dann irgendeine Form, um sich selbst zu identifizieren. Also sie möchte diese ganzen Menschen biometrisch erfassen. Und das möchte sie natürlich mit uns auch, weil sonst heißt es nachher, es gibt Menschen zweiter Klasse und es gibt Menschen erster Klasse. Und damit wird der Weg dann freigemacht für das digitale Zentralbankgeld. Die Medien werden ja heute weitgehend beherrscht vom großen Geld. Und das große Geld, das sitzt bei den Internetkonzernen. Und die lassen nur noch das publizieren, was ihnen in den Kram passt. Und wir haben ja auch gesehen, dass inzwischen auch andere Organisationen eine ganz große Rolle weltweit spielt. Und das sind die Stiftungen. Also es ist ja sehr viel Geld, was im IT-Business gemacht wird, in Stiftungen. Also die bekannteste ist ja die Bill und Melinda Gates Stiftung. Und wenn man sieht, wem die im letzten Jahr alleine in Deutschland Geld gegeben hat, dann weiß man ja, dass die Presse und die Medien nicht mehr unabhängig sind. Also da, ich erinnere mich nur daran, dass der Spiegel Geld bekommen hat, dass die Zeit Geld bekommen hat und dass ganz viele andere Medien Geld von denen bekommen haben. Und da muss man sich an den einfachen Spruch erinnern, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Und man muss immer wieder sagen, also die Medien sind nichts anderes als ein Gewerbe. Dieses Gewerbe ist den Prinzipien der Marktwirtschaft unterworfen. Und wer da das meiste Geld drin reinsteckt, der hat auch das meiste Sagen. Und leider ist es so im Moment, dass es ja alles sehr konzentriert ist auf diese ganz wenigen großen Konzerne, die natürlich daran interessiert sind, ihre Agenda durchzuziehen. Und das tun sie eben, indem sie die Presse insgesamt gleichschalten. Ich meine, wirklich kritische Journalisten haben heute in den normalen Medien keine Chance mehr. Ein dezentrales Geldsystem passt nicht in das Konzept der Zentralbanken. Und das digitale Zentralbankgeld wird mit Bitcoin sehr herzlich wenig zu tun haben. Das Problem, was ich beim Bitcoin sehe, ist, dass der Bitcoin als erste Währung der Welt direkt als Fiat-Währung zur Welt gekommen ist. Also alle anderen Währungen gehen ja irgendwann auf die Edelmetalle zurück und haben sich aus den Edelmetallen heraus entwickelt. Der Bitcoin war von Anfang an nichts anderes als ein Datensatz. Das heißt, der Bitcoin lebte vom ersten Tag seiner Existenz an nur von dem Vertrauen, das die Leute in den Bitcoin hineinsetzen. Ja, für mich ist die Tatsache, dass der Bitcoin jetzt plötzlich so hochgeschossen ist, nicht so sehr ein Anzeichen für die Stärke des Bitcoin, sondern für die Schwäche des US-Dollars und des übrigen Fiat-Geldes. Also der Bitcoin ist für mich nichts anderes als ein Spekulationsobjekt im Moment, weil der Bitcoin hat ja keine wirkliche intrinsische Wertdeckung. Also so wie es bei anderen Währungen früher der Fall gewesen ist. Natürlich, unsere ganzen Währungen haben seit 1971 keine Deckung mehr. Also der Goldstandard, der letzte Rest vom Goldstandard ist 1971 abgeschafft worden. Aber der Bitcoin ist von Anfang an als Fiat-Währung in die Welt gekommen und wird nur so lange existieren, wie die Leute an den Bitcoin glauben. Ich denke aber, dass der Bitcoin in gewisser Weise auch eine Richtung vorgegeben hat. Einmal den Zentralbanken, weil die Zentralbanken werden jetzt versuchen, die Technologie, die hinter dem Bitcoin steht, also die Blockchain-Technologie, zu nutzen, um genau das Gegenteil des Bitcoins zu machen, nämlich zentrale Währung rauszugeben. Also nicht so etwas Dezentrales wie den Bitcoin, den sie ja nicht beherrschen können. Und das denke ich, ist ein ganz wichtiges Phänomen, was wir in Zukunft sehen werden. Ich möchte nochmal erwähnen an dieser Stelle, dass der Bitcoin auch eine wirkliche Gefahr in sich birgt. Und zwar ist es ja so, dass im Moment ungefähr 80% aller Bitcoin in den Händen von 20% der Bitcoin-Besitzer sind. Und Bitcoin ist ja begrenzt. Das große Problem ist, wenn jetzt ganz große Investoren, so wie Elon Musk zum Beispiel, reingehen, wenn nur 2 oder 3 von diesen riesigen Vermögen in Bitcoin investiert werden, dann wird Bitcoin von einer ganz winzigen Gruppe von Menschen beherrscht. Und das ist natürlich eine ganz große Gefahr für die Zukunft. Eine Gefahr, die es zum Beispiel beim Gold nicht gibt.
Was der Versuch natürlich ist, ist jetzt dieses digitale Zentralbankgeld so schnell wie möglich einzuführen. Und das Problem ist dabei, dass das ein Land da im Moment also einen großen Vorsprung sich erarbeitet hat, und das ist China. Also China ist da sowieso technologisch also am weitesten fortgeschritten in der Welt. Während überall über 5G gesprochen wird, arbeitet China inzwischen an 6G. Und China ist auch bei dem digitalen Zentralbankgeld schon ganz weit voraus. China hat natürlich auch die Möglichkeit, dieses digitale Zentralbankgeld ganz schnell weltweit zu verbreiten, weil China ist der größte Handelspartner von inzwischen 130 Ländern, hauptsächlich in Afrika und auch in teilweise in Südamerika. Also da sind die Chinesen jetzt ganz weit voran. Das Ganze schreitet natürlich auch in Europa voran. Also die EZB arbeitet dran und die USA arbeiten daran. Der Hintergrund ist der, dass das Bankensystem in seiner gegenwärtigen Form so auf Dauer nicht weiter funktionieren kann. Und zwar stehen wir da auch schon sehr, sehr nah an dieser Schwelle, wo das Bankensystem tatsächlich am Ende ist. Wir haben jetzt durch den Lockdown erlebt, dass der Mittelstand in die Knie gezwungen wurde, dass unendlich viele Unternehmen in großen Schwierigkeiten sind. Und wir werden in den nächsten Monaten Kreditausfälle erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben bei den Banken. Und diese Kreditausfälle müssen irgendwie gestopft werden, wenn man das Bankensystem nicht einfach kollabieren lassen will. Und wie es aussieht, werden die Zentralbanken da eingreifen bis zum, es geht nicht mehr, die werden die Banken versuchen, bis zum Letzten zu retten, um dieses System irgendwie am Leben zu erhalten. Aber sie wissen, dass das auf Dauer nicht geht, und deswegen versuchen sie, dieses digitale Zentralbankgeld einzuführen, weil über das digitale Zentralbankgeld könnte man ja die Kreditvergabe dann unendlich ausweiten. Und immer wieder die Verluste würden natürlich immer auf die einfachen Leute abgewälzt, weil die Ausweitung der Geldmenge bedeutet eine Erhöhung der Inflation. Dieses digitale Zentralbankgeld wird nicht inflationär sein, sondern wird auch inflationär sein und wird am Ende auch in eine schnelle, galoppierende und ganz am Ende in eine Hyperinflation hinüberführen. Es ist also keine grundlegende Lösung aller Probleme, aber es ist die naheliegendste Lösung, um dieses System noch eine Weile am Leben zu erhalten. Und darum geht es ja seit ungefähr 12 Jahren nur noch. Es geht nur noch darum, dieses System auf irgendeine Weise am Leben zu erhalten, damit die, die davon profitieren, auch weiterhin davon profitieren können.